Die Gespräche von CDU, CSU, FDP und Grünen über ein Jamaika-Bündnis sind erfolglos beendet. Die FDP erklärt sie für gescheitert. Parteichef Lindner begründet diesen Schritt. Bundeskanzlerin Merkel bedauert ihn, die Grünen kritisieren die FDP-Entscheidung scharf. Die Linken fordern Neuwahlen. Die Sondierungen zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen für anschließende Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition sind gescheitert. FDP-Chef Christian Lindner begründete den Abbruch durch seine Partei nach gut 4 Wochen mit fehlendem Vertrauen. Es sei den 4 Gesprächspartnern nicht gelungen, eine Vertrauensbasis oder eine gemeinsame Idee für die Modernisierung des Landes zu finden, sagte Lindner. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Nach Wochen liege ein Verhandlungspapier mit zahllosen Widersprüchen, offenen Fragen und Zielkonflikten vor, fügte Lindner hinzu. Dort, wo es Übereinkünfte gibt, sind diese Übereinkünfte erkauft mit viel Geld der Bürger oder mit Formelkompromissen. Der FDP-Chef stellte klar, den Geist des Sondierungspapiers können und wollen wir nicht verantworten. CDU-Politiker Jens Spahn nahm am Morgen die Sozialdemokraten in die Pflicht, ich fand das schon sehr irritierend, mit wie viel Häme einige bei der SPD unterwegs gewesen sind, sagte Spahn am Morgen bei NTV. Einige SPD-Minister haben offenkundig viel Lust am Regieren. Von daher würde ich mal abwarten, wie sich die nächsten Tage entwickeln. Spahn sagte, die SPD wird sich auch dazu positionieren und verhalten müssen, ob sie bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Deutschland sei in Teilen gespalten und in einer schwierigen Lage, sagte Spahn. Es besteht kein Anlass für Panik oder Kurzschlussreaktionen. Es gebe eine handlungsfähige Regierung. Und, ich bin bei dieser Option Neuwahlen noch gar nicht. Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel bedauerte den Sondierungsabbruch und betonte, dass sie sich trotzdem um Stabilität in Deutschland bemühen werde. Ich als geschäftsführende Bundeskanzlerin werde alles tun, dass dieses Land durch diese schwierigen Wochen gut geführt wird, sagte Merkel in einem gemeinsamen Statement mit CSU-Chef Horst Seehofer. Merkel sagte, sie werde im Lauf des Tages Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über die Entwicklung informieren. Man müsse jetzt sehen, wie sich die Dinge weiterentwickelten. Wir, CDU und CSU gemeinsam, das sage ich ausdrücklich, werden Verantwortung für dieses Land auch in schwierigen Stunden übernehmen. Man sei auf einem Pfad gewesen, auf dem man eine Einigung in den Sondierungen zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen hätte erreichen können, hob Merkel hervor, deshalb bedauere ich es auch bei allem Respekt für die FDP, dass wir keine gemeinsame Lösung finden konnten. Man habe sich bereits auf einige Punkte geeinigt, die Stabilität des Landes gestärkt hätten. Die Menschen in Deutschland hätten sich gewünscht, dass die Jamaika-Sondierungen erfolgreich gewesen wären. Seehofer bezeichnete den Abbruch als Belastung für Deutschland. Eine Einigung sei zum Greifen nahe gewesen, so der CSU-Chef. Auch bei der Migrationspolitik wäre eine Einigung möglich gewesen.